So, da wären wir wieder. Ich habe gerade mal im Dwarf Therapist nachgeguckt und unser Unaussprechlicher ist jetzt schon sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, es geht gar nicht schlimmer. Doch eine Stufe vielleicht noch. Dann dreht er völlig durch. Da müssen wir uns echt was überlegen. Aber ich habe nicht so wirklich die Idee, was wir denn machen könnten. Erstmal lassen wir die Zeit weiterlaufen. Dann gucken wir, dass die ganzen Leichen geborgen werden. Und dann bunkern wir uns, glaube ich, erstmal ein. Denn noch ein Goblin-Ambush, geschweige denn eine richtige Belagerung, werden wir auf keinen Fall überleben. Und der Captain of the Guard, der Namenlose, braucht etwas. Ist das denn schon fertig? Das hatten wir letzte Folge angefangen. Nee, wird alles noch hingebracht. Oh, weia, das war echt ein totales Chaos. Also erstmal die Spinne, dann noch die Goblins hinterher. Eine richtige Belagerung wäre jetzt absolut tödlich. In den Kommentaren stand auch, dass man eventuell den Zugang zum Höhlensystem unterirdisch machen sollte. Und ja, das klingt gar nicht so schlecht. Also, sobald wir alle Sachen hier eingesackt haben, lasse ich einfach die Floodgates runter. Dann kommt keiner mehr rein, keiner mehr raus. Dann sorgen wir einfach erstmal intern dafür, dass die Leute wieder zurechtkommen. Also einmal körperlich, wie hier im Krankenhaus, und einmal auch mental, indem wir dem lauter Sachen in ihre Zimmer stellen. Welches Zimmer war eigentlich von dem Unaussprechlichen? Da tun wir gleich mal eine Statue hin. Und zwar die beste, die wir finden können. Da eine Granitstatue von, ich glaube sogar von ihm selbst. Oder Asmel, nee. Gucken wir doch mal, wie hieß er eigentlich richtig? Er heißt Dodok Bindots. Okay. Dodok Bindots. Und wir von ihm eine Statue haben. Du. Nee. Und der heißt Asamö. Irgendwie so richtig. Weiß ich nicht mehr. Das könnte eine Abkürzung davon sein. Ich weiß nicht, wie genau die das mit den Namen machen. Nein, nein, ich wollte nicht bauen. Ich wollte. Stopp, 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 stopp. Ich wollte BS. Ich wollte eigentlich angucken. Das mal mit V. Nee, Asmel. Das ist keine Abkürzung gewesen. Ah, na gut, aber es hat meisterhafte Qualität. Das müsste also auch in Ordnung sein. Die stellen wir da jetzt einfach mal rein. So als kleine Entschädigung dafür, dass all seine Kameraden tot sind und so. Wird bestimmt super ankommen. Neue Käfige werden auch schon aufgestellt, auch wenn wir die nicht wirklich brauchen. Was sind unseren Trupps? Die haben alle keine Befehle. Und ich will ihnen auch nicht unbedingt Befehle geben. Sonst werden sie noch grumpiger. Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal die Daumen, dass jetzt nicht noch mehr Goblins kommen. Weil dann würden wieder alle sterben, die draußen sind. Oder zumindest ein Teil davon. Das wäre echt nicht toll. Was mit euch, Jungs? Grunt, Grunt. Die trainieren fleißig. Die sind gar nicht tangiert davon. Ja, das hängt wohl echt stark damit zusammen, wer mit wem befreundet ist. Wie viel Zeug ist denn da noch? Ich würde eigentlich ganz gerne dicht machen. Und da ist ein bisschen was. Hier ist ein bisschen Blut. Und von da ganz hinten wird auch noch was hier geholt. Also hier bei dem Spinnendebakel. Ja, ein paar Kleidungsstücke. Socken, Schuhe. Eine Eisenkeule. Es wird auch eine Weile dauern, bis das alles abtransportiert ist. Da sind die traurigen Leute. Hammerzwerg und ein Grunt. Also egal, welchen Trupp wir aktivieren, wir werden auf jeden Fall einen von den beiden noch mehr in den Wahnsinn treiben. Wir könnten sie einfach kurz vom Di. Oh, was ist denn da los? Da ist ganz viel Stinkezeug. Also Miasma. Was ich aber gerade sagen wollte, wir könnten die beiden jetzt vom Dienst ausschließen. Ich weiß noch nicht, ob das dann nochmal negativen Gedanken bringt oder nicht. Lassen wir erstmal so. Was haben wir jetzt hier oben? Das ist das Zimmer von einem Howler und einem Grunt. Und da ist bestimmt irgendwas drin verrottet. Eine Wollsocke. Irgendwas zu essen. Das müsste ja gleich abtransportiert werden. Noch ein paar Socken. Und nö, das wird es nicht sein.
Die Suspensions hebe ich mal ganz kurz auf. Das muss hier ganz schnell weitergebaut werden. Dass da nicht irgendwo ein Baum im Weg wächst. Ja, ich denke einfach mal, dass dieses eine verrottete Stück Essen da gleich abtransportiert wird. Und wenn nicht, das Miasma bleibt ja eh nur in dem Raum. Das heißt, das können wir recht schnell eindämmen. Und Mr. Max macht ein Tantrum. Der Hammerer, Mr. Max, das ist nicht gut. Und unterbrochen von einem Troglodyten. Was ist das jetzt schon wieder? Was machen die hier draußen? Also stopp, Pause, Pause. Irgendwo sind hier diese kleinen Viecher. Also Troglodyten sind nicht wirklich so gefährlich. Das da müsste einer sein. Troglodyt, ja. Hat schon ein paar Wunden und ist ohnmächtig. Hat er was dabei? Nö, hat keine Waffen in der Hand oder irgendwas ähnliches. Die sind wirklich kein Problem. Die dürften sogar unsere Zivilisten einigermaßen schaffen. Aber sie unterbrechen halt die Arbeitsabläufe. Na gut, gibt bestimmt einen positiven Gedanken umzubringen. Also gucken wir mal ganz kurz, wer gerade aktiv ist. Wir haben inzwischen Granit, also unsere Färbemittel. S, Shift A, töten. Troglodyt. So. Und währenddessen können wir kurz mal auf die Einheitenliste gucken, ob hier noch mehr davon sind. Nee, nur ein Troglodyt. Und ein Pangolin und der Riesenschwamm und das kennen wir alle schon. Nö, also wenn der tot ist, können die gleich wieder zurück. Und warum werden die in ihren Arbeit unterbrochen, obwohl der Typ ohnmächtig ist? Das ist ja auch komisch. Aber naja, haben wohl einfach Schiss vor dem. So, das Miasma hier ist auch weg. Sehr gut. Wir haben kaum Arbeitslose. Wir haben ja noch kaum Zwerge. Also wir waren mal bei 68 oder so. Jetzt sind wir bei 55 runter. Das war ja auch eigentlich mal mein Limit gewesen. Ja, wir kriegen bestimmt auch keine Zuwanderer mehr, so viele Zwerge, die gestorben sind. Sind überhaupt noch Särge frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und da haben wir noch gar keine. Ah doch, die sind schon fertig. Boah, sind echt viele Zwerge gewesen. So, also B, P schon mal wieder vorbereiten und so. Wir wollen sie nicht hoffen oder herbeibeschwören, aber lieber vorbereitet als nicht vorbereitet. So, zack, zack, zack. So, die werden auch gleich mal wieder geclaimed, die Steine da unten. Wo wir gerade mal hier sind. Und ja, wir könnten uns immer noch an den Goblins austoben. Aber ich will die nicht zu sehr mit Aufgaben vollmüllen, die Miliz gerade. Also den Troglodyten umbringen, das ging ja recht fix. Hat eventuell dem einen oder anderen auch einen positiven Gedanken gebracht. Aber jetzt sollen die ganz normal ihren Trainingsrhythmus weiterverfolgen und das Miasma ist wieder da. Warum wird das nicht abgeholt? Ist die Tür abgeschlossen? Nö. K? Ist es auch nicht verboten oder so? Oh, ist der Müllhaufen vielleicht voll? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Er sieht zwar nicht gut aus, aber voll ist er nicht. Ja gut, wir haben eh momentan nicht so viele Zwerge, die frei haben, in Anführungszeichen. Also wir haben nur 4 Leute, die nichts zu tun haben. Das heißt, irgendwann wird der Müll wohl abtransportiert werden. Und es macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also die gefallenen Kameraden und deren Habseligkeiten einzusammeln, ist irgendwie wichtiger, als ein stinkendes Stück Fleisch aus dem kleinen Kämmerlein zu bringen. Das ist schon okay. Was ist eigentlich mit dem da los? Der ist schon in Behandlung? Oh, ohnmächtig, jede Menge rote Sachen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, die ersten 10, 20 Folgen wurde ich schon richtig hibbelig. Wann kommt der Mann-Goblin-Angriff? Ich will ein bisschen was zu tun haben. Ach, legen wir uns noch mit den Elfen an und brechen in den Untergrund vor und was weiß ich. Ja, das hätte ich mal alles lassen sollen.
Also den Untergrund hätten wir uns sparen können. Das war auf jeden Fall zu hohes Risiko. Wir haben zwar ein bisschen Flagstone und Gold rausbekommen, aber das bräuchten wir nicht so wirklich. Das hätten wir auch bekommen können, wenn wir hier im Turm runtergebuddelt hätten. Und wieder ein Tantrum. Mal gucken, wo er ist. Mr. Max. Ah, da. Ach, können wir gar nicht hinzoomen. Dann müssen wir dich halt raussuchen. Wo ist Mr. Max? Da ist Mr. Max. Er beginnt gerade eine Schlägerei. Das kann ja lustig werden. Also, Mr. Max ist alleine in dem ganzen Essenssaal. Jedenfalls hier im unteren Bereich. Und ist jetzt drauf aus, eine Schlägerei anzufangen. Gucken wir uns mal ganz kurz seinen Zustand an. Er war sehr unglücklich. Oder sie war sehr unglücklich. Sie hat sich daran erfreut, ein etwas nach jemandem zu schmeißen. Es hat sie erfreut, einen Faustkampf anzuzetteln. Sie hat in einem guten Schlafzimmer geschlafen. Sie hat einen Freund zu einer Tragödie verloren. Sie war sauer darüber, dass sie alte Kleidung tragen musste. Sie hatte eine zufriedenstellende Trainingseinheit vor kurzem. Sie hat den Tod beobachtet. Sie hat über lange Patrol-Duty gemeckert. Hat ein schönes Trade-Depot angeguckt. Hat sich dem Miasma erstört. Oder wegen dem Miasma war sie gestört. Wegen Fliegen waren sie gestört. Wegen der Sonne war sie gestört. Und wegen noch mehr Ungeziefer war sie gestört. Okay, ein paar Sachen davon hätten wir vermeiden können. Also die lange Patrouillen-Duty hätten wir vermeiden können wahrscheinlich, indem wir das früher abgebrochen hätten. Den Tod können wir nicht vermeiden, sonst hätten wir es getan. Aber was das mit dem Miasma auf sich hat? Ach, das war noch die Geschichte mit dem Trade Depot, wo die Zwerge da ankamen mit der Karawane. Ja, sowas hält sich eine ganze Weile. Das hätten wir auch nicht unbedingt verhindern können. Sonne können wir auch nicht verhindern. Die müssen halt ab und an mal raus zum Kämpfen. Und Vermin. Wo haben wir den Ungeziefer? Aber gut. Soll sie halt ein paar Schlägereien anfangen? Hat sie eine Waffe dabei? Nimm. Ja, sie hat eine Iron Mace in der rechten Hand. Okay, es sollte sich keiner neben sie setzen. Lass sie einfach da schön in Ruhe. Nicht dran vorbeilaufen, du Depp. Wer bist du? Tentakel. Fan. Schön in Ruhe lassen. Und Mr. Max hat sich beruhigt. Also. Das dürfte jetzt nochmal einen positiven Gedanken gebracht haben, weil sie sich halt ein bisschen ausgetobt hat. Also die Wut rauszulassen scheint den Zwergen echt gut zu tun. Deswegen müssten wir Mr. Max eigentlich mal kurz der Miliz zuordnen und, macht schon wieder eine Stänkerei hier. Wenn die so weiter rumstänkert, dann kommt bestimmt gleich der Unaussprechliche und haut mal mit dem Hammer drauf. Wo läuft der jetzt hin? Was ist deine momentane Aufgabe? Attend a meeting. Also er hat wohl oder sie hat jetzt wohl gerade ein Meeting. Warum auch immer. Also ich weiß, in anderen Mods, Genesis zum Beispiel, da gibt es einen extra Nobel, der nennt sich Psychiater. Aber hier gibt es das eigentlich noch nicht. Okay. Und Mr. Max hat sich wieder beruhigt. Wird auch gleich wieder anfangen, denke ich mal. Aber in der Zwischenzeit können wir schon mal gucken, ob hier die Sachen fertig sind. Da sieht doch gut aus. Das heben wir mal kurz auf. So, das soll ein Büro werden. Und es soll dem Unaussprechlichen gehören. Das soll ein Dining Room werden. Soll dem Unaussprechlichen gehören. Und das soll ein Schlafzimmer werden. Und soll dem Unaussprechlichen gehören. So. Unterbrochen von einem Wildschwein. Ja, nicht so wichtig. So, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich N. Also, Gerugon hätte gern noch einen größeren Dining Room, eine größere Grabkammer und noch ein Kabinett. Okay.
B. F, Kabinett. Dining Room war das hier, glaube ich. Ja, und Granit, so. Und dann bauen wir einfach noch ein, zwei Statuen auch noch in den Dining Room rein und unten in seine Grabkammer. Und da schmeißt noch jemand ein Tantrum. Segalmet. Zoom to Location. Da unten. V. Schmeißt er selber ein Tantrum oder wurde von jemandem tantrumartig gestört? Nee, er schmeißt selber ein Tantrum. Also wir haben jetzt zwei Zwerge, die aktiv tantrin. Was ist Mehrzahl von Tantrum? Tantrim? Keine Ahnung. Also wir haben zwei Zwerge, die jeweils ein Tantrum schmeißen. Das könnte noch übel werden, wenn die andere Zwerge angreifen und die Zwerge deswegen stänkig werden. Aber das beobachten wir einfach mal. Ich hoffe mal, es wird keine Tantrum-Spirale. Aber wenn das wirklich passieren sollte und alle Zwerge sich gegenseitig umbringen, die Festung selbst bleibt ja bestehen. Das heißt, wir können einfach neue Zwerge auswählen und die wieder hierher schicken. Denn es ist schon mal alles aufgebaut. Aber das sollten wir trotzdem nicht hoffen. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder.